Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Thorsten Ratoto, beim Clan noch Dead Reaper. Ja, ich bin immer noch auf der Suche nach der Meisterliga mit diesem Account hier und ja, ihr seht das, so richtig wirklich bin ich noch nicht weitergekommen. Clanspiele halten mich so ein bisschen auf. Ich habe hier auch noch eine knackige Aufgabe angenommen, aber wir werden die Clanspiele in diesem Clan leider nicht schaffen. Das liegt einfach daran, dass wir hier nicht so viele Spiele haben, die Rathaus Level 6 sind, also uns fehlen so ein paar. Ich meine, es sind 24, die daran teilnehmen und im Moment sind hier nur 31 drin, also so viel ist es nicht. Aber unten ruht man sich doch gerne mal aus und ich habe eigentlich so ein bisschen das Bestreben gehabt, ich muss hier so ein, ja, wenigstens so ein bisschen mithelfen. Ich meine, wie viele Punkte habe ich jetzt? 2350. Wenn ich die dann noch mache, die letzten 600 jetzt, dann habe ich 2950 und dann sind es noch 50 Stück. Irgend so ein kleines Spiel, aber mal schauen. Ich habe hier eine Armee ausgebildet, wo wir so ein bisschen mit pushen können und ich pushe auf jeden Fall noch mit anderen Armeen diesen Account. Ja, Problem ist natürlich, ein bisschen verliere ich immer tagsüber, weil ich natürlich auch gar nichts mache und deswegen suche ich mir natürlich immer Gegner abends, wo ich echt viele Pokale kriege. Ja, Ressourcen sind mir mal egal. Ressourcen, ich habe sie leider nicht aufgefüllt. Ressourcen hätte ich vorher auffüllen müssen. Oh, der sieht gut aus hier. Der hat natürlich richtig Dev da und Ressourcen da, ja, aber ich muss ja eigentlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, Ressourcen haben. Wir kämpfen uns hier trotzdem mal durch diese Meute durch. Mal sehen, wir gehen hier mal mit den Bowlern rein und mit den Helden und dann gucken wir mal, wie wir uns durch so eine Base durchschlagen können. Ja, okay, die Mauerbrecher, die können jetzt auf Mauern gehen. Und ich muss aber trotzdem womöglich hier irgendwie reinspringen, damit ich da an die Defense komme. Das ist, klappt, glaube ich, auch noch ganz gut. Ich spamme hier einfach mal, ja, so eine Base hier ist natürlich ein gefundenes Fressen. Das müsste ich ja trotzdem irgendwie jetzt schaffen. Heilzauber, na, vielleicht brauche ich mal nicht alle. Einen könnte ich mir jetzt mal aufsparen hierfür und Clanburg, wo ist denn eigentlich die Clanburg? Ah, die war da irgendwo schon. Dann können wir das hier mal mit reinnehmen. Ja, ist natürlich super, mal so ein Ding hier zu finden. In der, wo sind wir hier eigentlich? Wir sind hier in Kristall 1 und ein paar Wege sind es ja noch bis zum Meister. Also, ja, das ist schon mal ein Geschenk hier, denn ich verbrauche mit dieser Truppe natürlich immer Dunkles. Und ihr seht das, ich habe auch nicht wirklich viel Dunkles. Muss ich mal sehen, wie ich das in den nächsten Truppen mache. Ich habe jetzt als nächstes ein Go-Vibe ausgebildet und will einfach mal so ein bisschen alles nutzen. Also das kann man natürlich auch mal ein bisschen im Pushen machen. Einfach mal so ein bisschen alle Truppengattungen nutzen, einfach mal so ein bisschen Taktiken üben und auch ruhig das nehmen, was man zur Verfügung hat. Ja, das sind 15 Pokale, ist nicht wirklich viel. Also die Hotomaster ist schleppend hier, aber das war jetzt mal ein schnelles Ding hier und ich würde sagen, wir suchen direkt weiter. Und während wir hier suchen, denke ich mal, boosten wir hier mal. Ja, wir müssen einfach alle Truppen boosten. Auch die Queen muss ich boosten, damit das alles zeitgleich ausläuft. Und dann ziehe ich mir mal die Kasernen 30. Und der dürfte nur 5 kosten. Nein, der kostet trotzdem 10. Der kostet trotzdem 10. Das finde ich sehr unverschämt, denn ich habe die hier im Ausbau. Das heißt also, die 5 könnten sie mir eigentlich gar nicht dafür abknöpfen wie früher. Naja, Dankeschön, Supercell. Aber ich habe die Clanburg schon wieder voll. Okay, und wenn ihr das gesehen hättet, was ich hier eben gerade weggedrückt habe. Alter Falter, das geht gar nicht. Aber den muss ich jetzt mal mitnehmen, auch wenn es nur 2 Sterne werden. Ich habe nicht so eine super starke Armee am Start, aber die Ressourcen locken mich doch so ein bisschen mehr als die 3 Sterne, muss ich sagen. Und wir gehen hier jetzt mal mit dem Go-Vibe rein. Ja, ich weiß, das ist nicht so ganz optimal, aber was soll ich machen? Was soll ich machen, wenn es dann nur 2 Sterne werden? Wären es halt nur 2 Sterne. Und gucken wir mal. Ich schicke jetzt mal die Helden so ein bisschen später hier rein. So, dann sind wir da durch. Und wir haben jetzt auch nur einen. Oh, das ist natürlich suboptimal. Nur einen einzigen Wutzauber. Naja, der muss es jetzt irgendwie reißen. Ich habe 3 Heilzauber dabei. Ein Sprung wäre nicht schlecht gewesen, oder Toto? Ja, hätte man machen können. Dann latschen die Truppen nämlich nicht außenrum, sondern gehen vielleicht innen rein. Ja, mag sein.
Aber ich mag das ja, wenn die außen rumgehen. Da kann ich nämlich viel, viel mehr Ressourcen abgreifen als innen. Jetzt muss ich schon meinen King hier zünden. Oh. Ihr hört das, ich bin auch gern genervt. Ich bin auch gerne genervt. Ich gucke mal gerade. Ach, da ist die Queen. Die Queen auch nicht schlecht. Okay. Können wir die Queen unterstützen? Nee, wir unterstützen lieber mal hier. Wir unterstützen lieber diese Truppen hier. Oh, jetzt wollen die da rein. Kann ich gar nicht glauben. Jetzt wollen sie plötzlich rein. Ah, nee, jetzt doch nicht mehr. Okay. Okay. Oh, doofer Angriff hier. Doofer Angriff. Schaffen wir das Rathaus? Ja, das Rathaus schaffen wir. Die Queen kriegt nämlich immer noch keinen Beschuss da. Und da sind noch so ein paar Tanktruppen vor. Mein King ist jetzt schon weg. Wo sind denn eigentlich meine lieben, lieben vielen Packers? Auch nicht da. Okay. Queen muss sich zünden. Also immerhin 2 Sterne hier eingefahren. Und ja, der Lot. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Den kann ich mal so stehen lassen. Das war echt dösig. Also ein Sprung hätte sie ein bisschen besser getan. Aber der Lot ist in Ordnung. Ich hole auf jeden Fall ein bisschen Dunkles raus. Und auch ein paar CK-Sterne. Ja, Challenge 10 von 18. Ein bisschen müssen wir noch reißen. Eieieiei, das geht ja wirklich schnell heute hier. Natürlich spende ich mir mal wieder selber. Entweder hast du beim Pushen Ressourcen und kannst auch ein bisschen ohne Clanbook-Truppen so ein bisschen was machen. Ich bin ja ein bisschen verhindert. Ich habe nämlich nur einen dunklen Zauber dabei. Und deswegen, und habe noch kein Eil, also ihr habt das ja gesehen, zu stark, den muss ich wegdrücken. Der ist zu stark, so einer, na, der ist schon nicht schlecht für ein paar Sterne. Und na, ich gucke einfach mal ein bisschen weiter. Ja, so ein bisschen dauert die Suche jetzt auch schon. Also nicht jeder erste, zweite Gegner hier ist so richtig was für meine Truppe hier. Die ist ja, ihr seht das hier, das sind 3 Maxed Defenses, also was die Luftabwehren angeht, und das geht leider nicht. Aber so eine Base geht eigentlich immer. So eine Base geht immer, denn das ist eine typische Farmbase hier. Die habt ihr schon bei mir sehr, sehr häufig gesehen. Und ich gucke mal, ob wir die noch nach wie vor so machen können, wie ich sie eigentlich immer gemacht habe. Mal gucken. Jetzt muss ich erstmal so einen Funnel dort machen. So, Queen rein, King rein. Sprung hier beim Tesla, wie immer. Bola hier mit rein. Und dann gucken wir mal. Oh, ich habe... wieso habe ich... Ja, okay. Dann muss ich das jetzt mal ein bisschen anders machen. Ich muss hier jetzt mal ein Heil werfen. Anstatt des Wutes, den ich eigentlich sonst hier immer werfe. Und jetzt müssen die hier reingehen. Müssen wir mindestens die Queen wegmachen. Feger hat er da oben im Ausbau. Und hier unten den Feger. Na, kriegen wir den noch? Das wäre ganz schön. Also droppen wir hier schon mal so ein paar Loons. Und unsere Hunde von da und da. So, dann können die hier jetzt mal reingehen. Und okay, wenn der Feger jetzt weg ist, der Feger ist jetzt weg, dann können wir auch die Sachen hier droppen, können hier noch ein bisschen mit Heil unterstützen. Und ich muss jetzt mal gerade rein scrollen für euch. Ja, das sieht ganz gut aus. Und mal sehen, wie die jetzt noch fliegen hier. Ja, meine Hunde fliegen ganz gut. Ja, das sieht super aus. Ich habe den Gift immer noch nicht verbraucht. Ich wollte den Gift auch unbedingt nicht verbrauchen. Die sind jetzt zwar sehr langsam, die Loons, aber eigentlich müssten sie es schaffen. Ich habe noch hier 2 Stück im leichten Backend und das müsste eigentlich reichen. Das sind immerhin 6er Loons. Da ist noch mein Hund. Es wäre nicht schlecht, wenn der noch aufplatzt. Na komm, Bogenschützenturm. Ah, schafft er nicht. Okay, aber ich habe genug Truppen in der Base. Ihr habt genug Cleanup und ihr seht das, also typische ja, CK Farmbase, weiß ich nicht, was genau ist. Viele benutzen die auch immer noch im CK, aber hier mit einem Gula Lohn. Und ich habe die nächste Truppe auch schon vorbereitet auf die letzte Truppe. Da könnt ihr wirklich gespannt sein in diesem Video, denn da nutze ich mal was ganz Besonderes. 33 Pokis, Donnerwetter. Das bringt mich natürlich richtig weit. Und ja, da kann ich nur sagen, okay, 2,581, wo stehen wir hier? Oh, wir sind kurz vor der Meisterliga. Das packen wir in jedem Fall. So, ich habe die nächste Schreckenstruppe am Start. Und das seht ihr hier jetzt, ich mal mit Walküren. Echt selten, dass ich mit Walküren angreife. Denn das ist mir vor allen Dingen im TH9-Bereich oder
8-Bereich nicht so ganz geheuer. Ich muss hier immer so ein bisschen, also ihr solltet auch, wenn ihr selber mal pusht, mal ein bisschen auf die Base schauen, denn so eine Base hier, ja, die ist nicht so stark. Sie sieht zwar stark aus, aber X-Bogen, alles verschossen. Ich denke mal, keine Bomben, keine Fallen. Den können wir mitnehmen, keine Liga. Und wir müssen nur überlegen, über welche Seite kommt man eigentlich am besten rein. Also ich würde dann immer auf die Queen-Seite gehen und mal sehen, wie viele Pokis hier sind. Das sind jetzt nicht so super viele Pokis. 18 Pokis, ich habe jetzt gar nicht auf die Pokale geachtet. Da war die Gier mal wieder größer auf den Lot als auf die Pokis hier. Aber mal sehen, wie wir was machen. Ich habe natürlich wieder Bowler in der Clanburg. Und wenn das Lager hier hinten, das Labor denn kaputt ist, dann kann ich auch endlich meine... Die wollte ich gar nicht droppen. Ich wollte ja die droppen. Dann nehmen wir mal hier noch zwei Riesen mit rein und nehmen jetzt ein paar Magier. Ich wollte nicht, dass sich die Magier umdrehen, denn wenn man die hier setzt, dann drehen die sich um. Das seht ihr gerade. So, dann haben wir hier das Loch in der Base. Helden mit rein und ich würde sagen, ja, die Valkyries. Der Sprung muss nur rechtzeitig kommen für meine Schnitten hier. Und ich glaube, der kam gut. Ich glaube, der kam ganz gut. So, jetzt gehen die hier, oh, die gehen da hinten durch. Aber jetzt gehen sie wieder ein kleines Stück zurück, okay. Dann muss ich jetzt immer sehen, wo ich die am günstigsten heile. Oh, ich kann die fast nicht sehen. Das ist ja so klein hier. Das ist natürlich wirklich Shit. Und jetzt muss ich hier schon so ein bisschen... Ah, oh, wo sind sie? Wo sind die? Sind die alle weg? Naja gut, es kann natürlich sein, dass die wirklich alle im Flächenschaden hier gestorben sind. Deswegen mache ich hier nochmal den Golem ein bisschen wütender. Und den einen Bowler. Der hat ja auch reichlich Heals Points. Okay, da oben ist außen. Ah, da war noch... Oh, so ein dicker Bohrer da oben. Ich komme da nicht ran. Ah, ich komme nicht an den Bohrer dran. Naja gut. Okay, da haben wir jetzt nicht ganz so viel Pokale geholt. Aber die letzte Armee, die wird es jetzt bringen. Denke ich mal. Hier kriegen wir jetzt 2 Sterne. Und ja, also, ja, ein bisschen Lot mitgenommen. Der Bogenschütze oder die Bogenschützin wird es nicht mehr ganz schaffen. Okay, nicht ganz so viel Dunkles. Valkyren, okay, 15 von 18. Einmal 3 Sterne, nochmal gucken, ob wir das holen. So, letzte Armee habe ich am Start. Ich hoffe, die paar Pokale hier, ihr seht das. Ich bin sowieso schon oben hier bei mir in der Liga. Also, das sieht wirklich gut aus. 2,593, das riecht nach Master. Und ja, jetzt könnt ihr gespannt sein. Ja, 4 Queen Walk mit Level 5 Queen. Muss gehen. Ich habe die Queen nur deswegen gelevelt, damit ich so irgendwie so etwas Ähnliches machen kann. Natürlich nicht auf so super starke Bases. Also, nochmal kleiner Tipp, wenn ihr pusht, ihr müsst irgendwie so ein bisschen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ein bisschen was dahinter haben, denn als der Arthur nicht da war, da habe ich manchmal keine Tropen gekriegt, habe dann auch nichts genommen in die Clanburg und ja, ich würde sagen, das ist unser Gegner, oder? Der steht uns ebenbürtig, der hat ein paar X-Bogen, die sind aber, sind die geladen? Ja, okay, sie sind geladen, er hat eine Level 1 Queen, das können wir machen, wir gehen hier mal volles Risiko auf die Bauhütte und jetzt hier auf unsere Queen. So, gucken wir mal, also wie gesagt, ihr braucht einen starken, entweder habt ihr einen netten Clan dahinter, der euch immer spendet, ihr habt einen zweiten Account oder, was man natürlich auch machen kann, mache ich auch, ich rufe einfach einen Kumpel an und sage, du, ich will mal gerade eine Stunde pushen, kannst du mir ein paar Truppen vorbauen und dann klappt das schon, denke ich mal, denn... muss ich die jetzt schon ragen hier? Die wird ja nicht wirklich gut geheilt. Also 4 Heiler, jetzt muss ich sie ragen. Jetzt muss ich sie einfach ragen. Denn die Queen muss weggehen. Okay, das war die Level 1 Queen. Clanburg scheint ihr keine zu haben. Mal gucken, wo die Queen jetzt hingeht. Ihr seht, was ich für eine Armee hier noch am Start habe. Ich habe Bola der Clanburg. Und Queen Walk mit einer Level 5 Queen. Ist richtig cool, muss ich mal so sagen. Also gehen wir mal hier mit unseren paar Riesen rein. Wir verteilen hier ruhig mal unsere... Mauerbrecher so ein bisschen. Bowler hier hinterher. Ich spamme jetzt mal so ein bisschen. Das macht auch nichts. So, Sprung müssen wir wo? Müssen wir einen Sprung haben? Da. Da müssen wir den Sprung haben. Ein paar Magier noch mit rein. Die Queen wird ja auch diesen Weg gehen. Das ist gar keine Frage. Oh, die Riesenbombe tat zwar ein bisschen weh, aber jetzt gehen auch die Bowler mit rein. Ah, das sieht noch ganz gut aus. Da sind zwar ein paar Tesla in der Mitte.
Ist aber alles nicht so schlimm. Wir bringen die Meute hier jetzt nochmal in Wut. Der Sprung muss nur halten. Das wäre ganz schön. Die Queen kann sich da ruhig durch die Mauer quälen mit ihrem Level 1. Oh Mann, Queen, ey. So, die gehen hier jetzt in die Mitte durch. Ja, das sieht gut aus. Das sind schon mal 2 Sterne, die wir hier im Petto haben. Jetzt geht sie wieder zurück. Ja, geh doch daher, wo du hergekommen bist. Genau. Oh Mann, die geht ja manchmal Wege. Das ist nicht normal. Echt nicht normal. Aber ich bin jetzt froh, dass ich mit dem wenig Spieler hier endlich, denke ich mal, die Meisterliga erreicht habe. Also, ja, die Clan Games. Und ich habe sogar die Clan Games, also dieses eine Clan Game. Wenn ich den 3 Sterne und ich denke mal, den werde ich 3 Sterne. Ja, den werde ich 3 Sterne. Dann ist das auch von mir geschafft, auch wenn es nicht mehr wirklich was bringt. Aber es bringt natürlich was für mein Ego. Und es bringt natürlich auch was nach dem Motto, ja, der Toto, der macht hier keine Clan-Spiele. Stimmt nicht. Ich habe mit so gut wie jedem Account werde ich die 3000 Pokale bzw. Punkte in diesen Clan-Games schaffen. Und das finde ich für mich schon beeindruckend. Aber die großen Clan-Kämpfe waren natürlich auch nett. Und die habe ich zuhauf genutzt. Also Queen hat hier vollkommen überlebt im Queen Walk als Level 5 Queen. Ja, kann man ja so machen. Ich meine, gut, X-Bogen waren, obwohl die waren geladen, ne? Müsste ich mir noch mal in der Wiederholung angucken. Egal, 100% hier. Nein, 99. Oh nö. Och nö. Das kann ja jetzt nicht wahr sein. Was für ein beschissener Abschluss. 15 Pokale, aber trotzdem, das ist die Meisterliga, jawohl. Erfolg freigeschaltet, das ist es gewesen. Aber ich bin jetzt 1 Stern davon entfernt. Jetzt muss ich noch einen Angriff machen. 17 Stunden habe ich dafür Zeit, okay. Das Ding mache ich nicht kaputt. Ich mache in jedem Fall noch den Angriff. Ihr seht, ich habe schon wieder so eine ähnliche Armee am Start. Also mit ein paar Hawks, mit Heilern auch wieder. Ich will den Queen Walk, glaube ich, nochmal machen. Ich habe hier noch keinen dunklen Zauber. 2 Wut, 2 Heil. Ja, das müsste es funktionieren. Ich könnte mir eigentlich, ja, ich lasse es mal so. Ich lasse es mal so. Ich habe keine Mauerbrecher. Da müssen sich die Päcker durch die Wand bohren. Und ich glaube, die letzte Armee hier, die war nicht schlecht. Ich glaube, die letzte Armee war nicht schlecht. Die nehmen wir in jedem Fall mit. Und wir nehmen natürlich auch die, da sind sie, die 1000 Gems mit hier. Jawohl. Become a Champion. Also Road to Champion jetzt beim Chief hier. Richtig coole Sache. Und wie gesagt, so ein paar kleinere Tipps und Tricks. Ich weiß, dass viele von euch Rathaus 8, Rathaus Start 9 sind. Und das ist so ein bisschen meine Strategie. Ihr seht das hier, meine Helden gehen nicht wirklich hoch. 10, 5, da hat sich noch nichts getan. Truppen nur so ein ganz, ganz kleines bisschen. Hawks auch 5, mehr nicht. Und also ganz moderat. Auch die Defense hier, wer ein bisschen pushen will, ladet euch vorher ein bisschen auf. Sprecht mit Freunden irgendwas ab oder mit dem Clan, dass ihr mindestens die Champions League erreichen wollt, dass ihr in die Games rein wollt. Das wird euch keiner verneinen, so nach dem Motto, nee, da machen wir nicht mit. Das glaube ich nicht, dass es so einen Clan gibt. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dieses kleine erste Etappenziel mit euch auf jeden Fall geschafft habe. Ich hoffe, das hat euch erstmal gefreut. Geht ja hier ganz munter weiter. Mal sehen, wie weit wir mit diesem Account noch kommen. Und bis dahin, euer Toto. Flashed.